Das ist das Kloster Wettenhausen. Über 1000 Jahre Geschichte verbergen sich hinter den Mauern. Und ich tauche ein in die Zeit seiner Entstehung, erfahre mehr über das Leben der Dominikanerinnen und begegne kunsthistorischen Schätzen. Mein Audioguide nimmt mich mit auf eine spannende Reise. Den Schülern des benachbarten St. Thomas-Gymnasiums in Wettenhausen sei Dank, sie haben ein Jahr lang dafür recherchiert, getextet und vertont. Da ist der Freundeskreis auf die Schule zugekommen mit der Anregung, doch hier für die durchfahrenden Radfahrer sowas zu erstellen, dass die praktisch einen allgemeinen Überblick bekommen. Aber es ging auch darum, junge Leute für das Kloster zu begeistern. Und das zentrale Ziel war, das Kloster mehr ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu richten. Und das machen vielleicht junge Leute auf eine spritzigere Art und Weise als irgend so ein Museumsführer, so ein Gelernter. Wir haben zunächst mal alle wichtigen Informationen rausgesucht, uns dann ein Konzept entwickelt und geschaut, wie das Ganze eben zusammenpasst, welche Informationen dann in welchen Beitrag rein können und wie man das Ganze schön zusammenschneiden kann, dass es passt. Die Schüler, die haben sich schon gut vorbereitet, aber so das tägliche Geschehen im Kloster, das konnten sie natürlich nicht wissen, das haben wir ihnen erklärt. Also der Tagesablauf und was an der Pforte alles so passiert, was im Garten gerade angepflanzt wird, die täglichen Arbeiten, das mussten wir ihnen erklären. Und da waren sie also sehr nett. Eine Schwester ging auch in die Mühle, dann wurde die Mühle erklärt. Sie wollten so allerhand wissen. Gut so, denn auf diese Weise haben die Jugendlichen viele spannende Geschichten über das Kloster Wettenhausen herausgefunden und sie dann in ihren ganz eigenen Worten erzählt. Das Herzstück eines jeden Klosters bildet die Klausur. Normalerweise ist dieser Bereich niemandem von außen zugänglich. Hier in der Schwesternkapelle war heute Morgen die Laudes, das Morgengebet, beziehungsweise auch eines der Stundengebete. Insgesamt 8 Audioguide-Stationen sind auf diese Weise an markanten Punkten des Klosters entstanden. Wir hatten definitiv Spaß, unsere Gruppe war sehr toll. Wir haben uns natürlich auch viel Zeit genommen und auch viel Zeit investiert. Also es gingen auch einige Nachmittage da drauf für unser Projekt, aber es hat sich definitiv gelohnt. Absolutes Highlight war der Besuch beim Bayerischen Rundfunk. Im Funkhaus in München durften die Schüler unter professioneller Begleitung ihre Texte einsprechen. Es war eine tolle und einzigartige, einmalige Erfahrung, selber im Studio sitzen zu dürfen und so einen Audioguide erstellen zu dürfen. Das war jetzt nicht nur einfach so ein stinknormales P-Seminar, sondern die haben was fürs Leben mitgenommen und nachhaltig Freude am gemeinsamen Arbeiten auch fürs Kloster erlebt. Es ist ja für viele Klosterleben so fremd und da sind wir auch froh, wenn sie dann ein bisschen aufgeklärt sind und wissen, aha, und dass sie dann auch merken, ja, das sind auch bloß Menschen, ja. Und keiner kennt die Schwestern besser als die Mutter Gottes. Sie hält ihre schützende Hand über das Kloster und seine Bewohnerinnen. Für die Schwestern ist die Gottesmutter eine besondere Fürsprecherin, die ihnen vor allem in der schweren Anfangszeit Stütze und Kraftspenderin war. Hallo, ich bin die Marienstatue. An dem Punkt, an dem ich mich befinde, dominieren 2 Eindrücke mein Umfeld. Zum einen das Geräusch. Mich zieht es inzwischen weiter Richtung Klosterkirche Maria Himmelfahrt. Ende des 17. Jahrhunderts soll sie nach den Zerstörungen des Dreißigjährigen Kriegs wieder aufgebaut worden sein, ganz im barocken Stil. Ich bin neugierig. Die Gymnasiasten von St. Thomas haben bestimmt wieder eine spannende Geschichte für mich parat.